So, da fange ich jetzt das fünfte Mal die Aufnahme an. Erstmal herzlich willkommen. Ich versuche natürlich die Zeit zu knacken, aber meine Bestzeit ist bis jetzt 7 Minuten und 9 Sekunden. Ich probiere es natürlich noch schneller. Ich muss auch hier direkt anfangen, nicht, dass ich aus Versehen rausfliege. Aber irgendwie bekomme ich es nicht mehr richtig hin. Ich bleibe dann unnötig an irgendwelchen Ecken hängen. Klar, meine Probleme, die kennt man ja. Meistens so über ein Feld springen oder so. Aber wie gesagt, schreibt auf jeden Fall mal eure Bestzeit unten in die Kommentare. Wenn ihr ein Video hochgeladen habt, natürlich auch gerne schreiben, dass ihr ein Video hochgeladen habt auf eurem Kanal. Dann gucke ich mir das Ganze natürlich an und eventuell reagiere ich sogar drauf, wenn ich die Erlaubnis von euch bekomme. Sorry, hier habe ich beim ersten Mal gefühlt 5 Minuten gegangen. Ja, na, ich war doch schon oben. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für irgendwelche Ausraster oder sonstiges. Zack, zack, das klappt auch. Zack, das auch. Zack, zack, zack. Nein, ich war doch da. Meine Güte, man muss hier echt... Also ohne Quatsch, das Problem ist natürlich nicht nur es zu schaffen, sondern man will natürlich auch noch eine vernünftige Zeit haben. Und das Problem ist natürlich auch, wenn man weiß, man kann das, aber es will einfach gerade nicht so funktionieren, wie man es haben will. Zack, hierher, da muss man ein bisschen aufpassen, hier in der Ecke. So, in dem Sinne, zack, zack, auch das geschafft. So, hier muss man aufpassen, dass man auf der Plattform bleibt und natürlich dann gegen die Wand springen und dann rüber. So, hier habe ich jetzt gemerkt, kann man 2 Felder überspringen, ganz easy. Am besten ist halt wirklich immer auf der Kante zu landen, weil man dann halt nicht, wie ich jetzt, gefühlt 5 Sekunden in der Röhre runtergleitet. Aber ich gehe jetzt hier kein Risiko ein. Ich will jetzt einfach nur einen vernünftigen Run haben. Ja, siehst du, man kann nicht irgendwie gefühlt nicht immer da landen. So, dann hier hoch, zack, hier muss man wieder sehr schnell sein. Ich weiß nicht, ob ihr es schon probiert habt, aber der erste Versuch hat bei mir, ich weiß jetzt nicht, ob ich es eben schon mal gesagt habe, aber 18 Minuten hatte ich beim allerersten Run. So, und bei, wie gesagt, beim zweiten dann, wo ich komplett durchgerannt bin, waren es 7 Minuten und 9. Aber ich behaupte jetzt schon mal, durch die Aufnahme wird das hier auf jeden Fall deutlich schwieriger werden. So, was war hier noch? Ach, das war so nervig. Da habe ich eben schon mal die erste Aufnahme abgebrochen, weil einfach gefühlt gar nichts mehr ging. Hier hat man Impulsgranaten, wo habe ich auch nicht gesehen, weil man die ja sonst immer im Kreativmodus aufsammelt. Hier wieder nicht aufgepasst, da muss man nämlich bis ganz an die Ecke. Hier kann man aber auch einfach geradeaus laufen und das Jumppad ist ein Jumppad. Oh nein! Ich muss geduldig bleiben. So, einfach durchlaufen, durchlaufen. Impulsgranate. Zack, hier bis an die Ecke. Zack. Warum dann die falsche Richtung? Hier kann man, wie gesagt, einfach durchspringen. Wenn man den springt. Zack, zack. Ach, leck mich doch. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Warum laufe ich nicht einfach durch? Ich sage eben noch zu euch, hier kann man einfach durchlaufen. Lol, das ist doch jetzt nicht normal. Nicht genauso wie eben in der Aufnahme. Da hatte ich mich genau das... Selbe Problem, das hier kann ich mir schon schenken. Ohne Quatsch, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr damit klarkommt. Ich weiß, einige von euch kommen durch genau so Sachen perfekt durch. Andere aber, die sagen schon, das kann doch nicht sein, warum lande ich denn immer da so dumm? Zack, zack. Zack. Oh Mann, ey, dann will man eher so auf die Ecke achten und was ist? Man springt einfach komplett falsch. Zack, zack. Oh, wieder falsch gemacht. Ob ich hier heute noch eine Aufnahme für euch hinkriege? Ich bezweifle es langsam. Zack. Wieder zu früh. Also ihr seht schon, wenn ihr da Probleme habt, ihr seid nicht alleine. Zack. Das Problem ist, man will natürlich dann immer schneller werden. Aber manchmal ist langsamer schneller. Jetzt reicht es aber langsam. Ich glaube, meine Bestzeit von 7 Minuten kann ich eh schon haken. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach ganz simpel. Hauptsache erstmal überhaupt schaffen. Wieder an der Ecke hängen bleiben.
Ach, ist das schön. Das gibt es doch nicht. Zack, zack. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht mehr auf diese Plattform komme. Ach Mann, ich verzweifle hier bald echt. Zack, zack. Ey, das ist doch nicht normal. Zack, zack. Oh. Gott hat es gut gemeint mit mir. Zack, zack. Ich glaube, jeder Bereich ist gar nicht mehr so schwer, aber ich sag's besser mal nicht so laut. Nicht, dass ich es gleich doch wieder verkacke. Zack, zack. Ach Gott, erstmal das schon mal geschafft, ey. Weil die Ecke, die ist echt so nervig. Aber warum ich da jetzt weiter durchgelaufen bin, kann ich euch ganz ehrlich auch nicht sagen. Boah, ey, bei dem. Also ich sage, die 7 Minuten von mir, die waren echt schon verdammt schnell. Oh, zu weit gesprungen. Das Problem ist, weil man halt echt auf der Kante stehen bleiben muss. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Also das empfinde ich so als schnellste Variante. Ich habe mir aber auch noch keine anderen angeguckt. Zack, hier habe ich den Fehler gehabt und habe gedacht, man müsste hier mal rüberspringen. Ich habe hier das Schwarze nicht dazwischen gesehen. Zack. Hallo. Na, das war fast zu schnell. Zack. Zack. Ich sage ja, diese Sprünge, die nur einfach simpel über ein Feld gehen, ich krieg sie nicht so hin, wie es sein sollte. Obwohl es eigentlich so simpel ist. Also der schwerste Parcours für mich wäre echt so über ein Feld springen, ein Feld springen, ein Feld springen. Das wäre für mich persönlich, glaube ich, der schwierigste Parcours ever. Echt unglaublich. So, meine Bestzeit hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon. Ich glaube, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Das ist so zum Heulen, echt. Habe ich eben gedacht, ach ja, komm, eben hast du gut gemacht, kannst eine Aufnahme jetzt anfangen, wirst ja bestimmt noch schneller, Pustekuchen. Aber ihr habt wenigstens was zu lachen. Mal gucken, wer überhaupt bis zum Ende geguckt hat. Dun, 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 dun. Ja, dieses. Ich dachte, wenn ich jetzt darüber springe und sterbe, raste ich aus. Also ohne Quatsch, hier diese Parcours sind schlimmer als alles andere. Dann lieber im Solo-Match ganz am Ende gepickt Ex werden aus dem Gebüsch. Keine Ahnung. Ach, das hier war auch nervig. So, hier runter, da wieder hoch, da runter, hier runter, dann direkt wieder. Oh. Da runter, hier unten bleiben, dann hoch, dann runter, dann hat man es geschafft. Die Sache, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich da durchkam, wo ich jetzt gerade bin. Also da müsst ihr euch wirklich die Kombination merken, wegen runter und hoch, was nach der Wand dann kommt. So, zack, 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 zack. Und wie gesagt, wenn ihr die Pickaxe haben wollt, müsst ihr das Ganze halt hier, müsst ihr halt eine halbe Stunde hier verbracht haben. Ich würde eher mal aufs Nummer sicher eine Dreiviertelstunde machen. Nicht, dass da irgendwie was verloren geht an Zeit oder so, weil da müsst ihr eigentlich auf der sicheren Seite sein. Und denkt dran, auch wegen der Pickaxe. Ihr werdet die nicht direkt bekommen, sondern erst in 3 Wochen circa. Weil das Spray bekommt man halt direkt, aber die Pickaxe halt nicht. So, hier wieder mit Impuls. Zack. Ja, schön, einmal vorbeigesprungen. Zack. Ja, ich glaube, hier muss man sich echt erstmal wieder ein bisschen ein. Das gibt nichts. Doch. Schnell. Eieiei, 9 Minuten 33. Also das geht definitiv schneller.
Aber wie gesagt, so könnt ihr das Ganze machen. Ich denke dran, so schwer ist es eigentlich nicht. Man darf halt nirgendwo hängen bleiben. Das ist halt das Problem. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch irgendwie ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, dass ich die Pickaxe auf jeden Fall bekomme. Weil eine halbe Stunde müsste ich jetzt definitiv im Kreativmodus verbracht haben. Genau auf dieser Map. Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Versuchen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie schnell ihr wart. Und in dem Sinne, haut rein.